Großer Finaltag im Gasthaus zum Eck in Großlitken. Frank Rosin hat im Dorfgasthaus ganze Arbeit geleistet. Nun wird sich zeigen, ob sein Einsatz erfolgreich war. Denn heute steht das finale Testessen bevor. Ein Auto nach dem anderen, was hier los ist. Letzter Tag, großes Finale. Ich bin so gespannt, was die Testesser sagen. Der Finaltag startet mit guten Neuigkeiten. Lydias Freundin Silvia wird ab jetzt die Restaurantleitung übernehmen. Du brauchst einen Sparringspartner. Ja, und der auch dahinter steht. So jemand wie du zum Beispiel. Ja. Ne? In meiner neuen Position als Restaurantleitung fühle ich mich wohl im Moment. Wir schauen, wie sich das mit der Arbeit vereinbaren lässt, also mit meiner Agentur. Aber ich sehe dem Ganzen positiv entgegen und mit Spaß und mit den Mädels ist ein gutes Team, wird laufen. Unser Team ist schon neu aufgestellt worden. Wir haben auch schon angefangen umzustrukturieren oder umzuorganisieren, damit ich den Rücken frei habe und mich auf meine Küche konzentrieren kann. Und darauf freue ich mich. Von Inneneinrichterin Kati bekommt das neu zusammengestellte Team die zukünftige Tischdekoration präsentiert. Der Service ist bereit für den großen Abend. Es läuft gut. In der Küche kann ich es nicht beurteilen. Da gehe ich nicht rein, habe ich Angst. Aber vorne, Theke, hier, Biergarten ist alles, ja, läuft gut. Auch bei Lydia in der Küche wird hart gearbeitet. Vorbei sind die Zeiten ohne Struktur und kulinarischem Nichtwissen. Jetzt wirkt die motivierte Wirtin selbstsicher und routiniert. Und seid ihr schön fleißig? Klar. Ja, guten Morgen. Morgen, Frank. Hi, oh, du machst schon Tatar? Ja. Oh, heute Leuchtstoff, grün? Ja. Schön. Bei so viel Motivation lässt es sich der Sternekoch nicht nehmen, das Rinderfilet selbst zu braten. Und auch für einen guten Tipp ist er allzeit bereit. Die meistgestellte Frage im Netz: Wie brate ich ein Rinderfilet richtig? Genau wie hier. Scharf anbraten, würzen, Ofen verheizen auf 150 Grad und danach je nach Größe zwischen 14 und 18 Minuten in den Ofen gar ziehen lassen. Und ihr habt das beste Rinderfilet nur für euch vom Rose. Zum Rinderfilet gibt es eine mediterrane Gemüsemischung aus Paprika, Karotten, Lauch, Zwiebeln, Zucchini und Auberginen. Und dann ist es auch schon soweit. Yay, yeah, willkommen Testesser! Die Testesser folgen gerne dem Ruf der Sternekochs und werden vom neu eingestellten Servicepersonal zu ihren Tischen geleitet. Ich würde euch gern bitten, mir zu folgen in den Biergarten. Viel Spaß heute Abend. Danke. Danke. Gut eingerichtet, schön. Auch die Pflanzen. Die, glaube ich, waren letztes Mal nicht dabei. Also mit den Pflanzen, das wirkt auch immer direkt auflockernd. Ne? Auch vor allen Dingen frische Blumen auf dem Tisch. Schön. Die Fassade ist nicht wiederzuerkennen. Ein neuer Anstrich mit liebevollen Details lädt zum Einkehren ein. Der alten Kneipe wurde durch neue Tischplatten, helle Lampen und stilvolle Deko ein freundlicheres Aussehen verliehen. Der Gastraum, der früher mehr einem Gemeindesaal glich, besticht jetzt durch eine einladende Raumaufteilung und geschmackvolle Deko. Im Biergarten wurde ordentlich entrümpelt. Frische, bunte Blumen und neue Schirme machen den Garten zu einer kleinen Wohlfühloase. Die größte Überraschung des Abends? Der Bürgermeister von Großlitken erscheint tatsächlich zum finalen Testessen. Ein gutes Zeichen von Seiten des Dorfes? Ich bin aufgeregt jetzt auf den letzten Schritten bis zum Testessen und hoffe, dass alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Lecker. Ab jetzt dominiert die frische und geschmackvolle Küche das Gasthaus zum Eck. Und eine ausgewogene Speisekarte begeistert die Gäste. Hätte ich jetzt wieder ein Problem, mich zu entscheiden, ne? Wenn ich so leckere Sachen hier sehe. Also die Speisekarte, die dann zukünftig hier in dem Lokal da sein soll, muss ich sagen, finde ich schön, finde ich toll, wenn es regional so zusammengestellt wird. So, es wären alle Testesser da. Ja. Wir können mit dem Essen loslegen. Was haben wir da?
Wir haben Lachs-Tatar auf Sommersalat und gebratenen Crostini. Statt Zwiebelsuppe wird heute ein regionales Fischgericht angeboten. Stolz serviert Lydia den Gästen ihre neue kulinarische Linie. Hat gut geschmeckt, ja. Gucken Sie, alle Teller sind leer. Außergewöhnlich. Die Vorspeise gegenüber dem ersten Testessen, das sind Weltenunterschied. Es ist einfach was ganz Tolles. Es sind Sachen hier dabei, die wunderbar miteinander vermischt sind. Und also exotisch, würde ich sagen. Als Hauptspeise wird Rinderfilet serviert. Ansprechend angerichtet übertrumpft es bereits rein optisch den Schweinebraten vom ersten Testessen. Hier haben wir einmal Rinderfilet auf frischem Gemüse. Danke. Und Schalottensoße. Da schäme ich mich aber ein bisschen. Also das grenzt an Korruption, ne? Wenn man so ein tolles Essen vorgesetzt bekommt. Och, das kann man so nicht sagen. Ja. Der Tisch mit den Dorfvorständen ist glücklich. Und der Rest? Wie schmeckt es euch? Alles so recht? Sehr gut. Ganz klasse. Danke. Fein. Also die Hauptspeise schmeckt sehr lecker, besonders im Gegensatz zum letzten Mal jetzt. Das Fleisch schön saftig. Gut gebraten und nicht so durchwachsen und so trocken wie beim letzten Mal. Super lecker. I know, Corita, that's where I am. They send me back, they send me to there. I know, Corita, find a sand. They send you back, then text vergessen. Als Nachspeise gibt es frischen Pflaumenkuchen mit Haselnusseis und Krokant. Im Vergleich zum letzten Mal auf jeden Fall bereits optisch ein Hingucker. Aber kann die Kombination aus Regionalität und Moderne überzeugen? Dieses Mal war die Nachspeise wunderbar zusammengesetzt, ganz toll geschmacklich kombiniert. Diesmal hat das Eis richtig frisch geschmeckt, mit den Krokantstückchen drin war das sehr gut. Und was mich gewundert hat, es hat sehr gut zu dem Kuchen gepasst. So, jetzt komme ich mal einen Moment zu euch an den Tisch. Gleich für euch da. Herr Bürgermeister, hat es euch allen dreien geschmeckt? Ja, Lydia. Zunächst vielen Dank für die Einladung für heute Abend. Das war hervorragend, war wirklich lecker. Ist zu empfehlen, das werden wir auch so weitergeben. Das freut mich, ja. Und es würde mich auch freuen, wenn wir in Zukunft wieder ein anderes Verhältnis im Dorf zu diesem Lokal hier finden würden. Ja, über die Vergangenheit haben wir gesprochen. Richtig. Habe ich mich entschuldigt. Machen wir nicht mehr. Wir gehen zukünftig aufeinander zu und gehen ordentlich miteinander um. Auf gute Zusammenarbeit. Okay, das wünsche ich mir. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Lydia und die Gemeinde haben sich versöhnt. In Zukunft wird das Gasthaus wieder Teil des Dorfes sein. Hallo. 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 Guten Abend. Na? Ja. Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Ja. Ich habe die Karten dabei. Bitte schön. Nun wird das Urteil der Testesser zeigen, ob das Gasthaus zum Eck mit seiner neuen Aufstellung überzeugen konnte. Ich bin aufgeregt. Auf das Ergebnis, was da rauskommt. Also mehr als 25, denke ich mal, wird doch herauskommen. Aber ich lasse mich überraschen, wo es hingeht. Was für ein wunderschöner Moment. Blauer Himmel, die Sonne geht unter. Das passt auch, glaube ich, zum Moment. Denn an dieser Stelle werden wir uns voneinander verabschieden. Beim ersten Testessen habt ihr von möglichen 50 Punkten 25 Punkte erreicht. Und für mich war das damals viel zu hoch. Ich stand vor einem Gebäude um 11.15 Uhr morgens an einem Sonntag. Das sah aus, als wenn da schon 10 Jahre keiner mehr wohnt. Und wir waren um 11.15 Uhr verabredet und wer war nicht da? Du. Und das war unsere Begegnung. Heute beim finalen Testessen habt ihr von möglichen 50 Punkten
43. Herzlichen Glückwunsch. Lydia und ihr Team konnten sich in allen Kategorien deutlich verbessern. Am meisten gepunktet haben sie mit dem neuen Menü. Ein großartiges Ergebnis. Auch wenn ich viel Tränen gelassen habe und viel Nerven und viel Kraft, aber ich habe auch eine Menge dabei gelernt. Es war sehr gut gewesen, ja. Ich bin sehr stolz auf meine Frau, was sie da geleistet hat. Alles Gute für euch. Danke. Alles Gute für euch. Danke. Bis bald. Das war ein schöner, leckerer und vor allen Dingen versöhnlicher Abschluss. Aber dieser Fall hat auch gezeigt, dass Top-Gastronomie auch nur mit wahrer Fachkompetenz betrieben werden kann. Ich wünsche Lydia und Michael für die Zukunft alles Gute.